willkommen zu einem neuen Video. Dieses Motiv befindet sich ganz in der Nähe von meinem Wohnort in Golling. Dort gibt es einen kleinen See, voll mit Seerosen, der Egelsee. Und rundherum gibt es einen wunderbaren Spaziergang und ganz in der Nähe hat man diesen Ausblick auf die Berge, auf das Hagengebirge und auf den Hohen Göll. Das Foto entstand im Herbst des Vorjahres an einem Vormittag. Es war ziemlich kühl und man sah noch den Morgennebel. Deshalb fotografierte ich es. Also wie immer setze ich das Foto in Schwarz-Weiß um und mache dann eine kleine Skizze davon. Mit einem feinen Zerstäuber besprühe ich den oberen Bereich des Blattes. Ich verwende diesmal wieder nur drei Farben, nein, eigentlich vier Farben. Es ist Rheingelb, Ultramarinblau und Siena gebrannt. Und zusätzlich habe ich für die Nebelstimmung ein wenig Deckweiß auf meiner Palette. Ich beginne mit einer ganz wässrigen Mischung aus Rheingelb und ein wenig Siena gebrannt. Der Himmel soll ganz einfach werden, einfach nur ein weicher Verlauf von Blau ins Helle. Mein Malbrett ist natürlich wieder leicht geneigt. Normalerweise habe ich mindestens 30 Grad Neigung, aber wenn ich ein Video mache, würde das zu stark verzerren, deshalb nur eine leichte Neigung von vielleicht so 15% in etwa. Für den Blaubereich nehme ich heute reines Ultramarin und verwasche es mit dem zuerst aufgetragenen wässrigen gelblichen Ton. Jetzt kommt das Deckweiß zum Einsatz. Das Deckweiß brauche ich, um einen leicht opaken Eindruck dieser dunstigen Stellen zu vermitteln. Natürlich könnte ich auch auf das Deckweiß verzichten, aber durch die Beigabe von ein wenig Deckweiß wird das leicht trüb, milchig, also opak. Und genau das wünsche ich mir für diese nebelige Stelle in meinem Bild. Ich verteile jetzt diese Blau-Weiß-Mischung gleichmäßig nach oben. Ich muss allerdings schnell arbeiten, weil ich dann gleich mit den Bergen beginnen werde. Vorher aber entferne ich diese Weiß-Blau-Mischung, damit ich die restlichen Farben auf der Palette nicht verschmutze. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau mit ganz wenig Siena gebrannt, also einem bläulichen Grau, male ich jetzt die Berge. Ich halte meinen Pinsel relativ flach, male also viel mit dem Pinselbauch. Und bevor oben diese dunklen Kanten trocknen, ziehe ich vorsichtig die Farbe mit ganz wenig Druck nach unten. Dadurch fängt es zu granulieren an und ich erhalte so weiße Fels- oder Schneeflecken. Aber dort, wo die jetzt dunklere Farbe auf die zuvor aufgetragene weiß-blaue Fläche stößt, erhalte ich dann schöne weiche Verläufe. Ich sehe gerade, dass ich etwas zu schnell war, den Himmel nicht ordentlich trocknen habe lassen, denn an der Bergoberkante habe ich eine Ausblühung. Aber egal, das kann ich dann später noch ganz leicht korrigieren. Mit dem sauberen, trockenen Pinsel nehme ich jetzt noch die überschüssige Feuchtigkeit weg. Hinter diesem Stadel ist noch ein Hügel, den ich etwas dunkler male. Ich könnte ihn auch ganz weglassen, aber er gehört irgendwie dazu. Auch hier diese Hänge, die ich ganz leicht und vorsichtig von oben nach unten ziehe. Mit Rheingelb und ganz wenig Siena gebrannt mische ich einen Siena-naturähnlichen Farbton und setze einige dieser herbstlichen Bäume in die noch feuchte Hintergrundfläche. Das wird es ganz weich und schwach verlaufen und so soll es auch sein.
Dort, wo der Hintergrund nass ist, verläuft's. Dort, wo der Hintergrund trocken ist, erhalte ich scharfe Konturen. Jetzt kommen noch ein paar Dunkelheiten dazu, und zwar dorthin, wo sie hingehören, an die Unterseite der Büsche und Sträucher. Dort kommt ja kein Licht hin, dort ist Schatten. Rheingelb und Ultramarin ergibt ein wirklich schönes Grün. Da stumpfe ich allerdings etwas ab mit Siena gebrannt. Die gleiche Mischung, nur etwas kompakter, also mit etwas weniger Wasser, ergibt ein sehr kräftiges, dunkles Grün. Eigentlich schon ein Grün-Schwarz. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass man mit so wenigen Farben auch ganz dunkle, kräftige Töne mischen kann, die aber dennoch immer transparent bleiben. Also nie tot und deckend wirken. Mit der gleichen Mischung, aber in unterschiedlicher Intensität, male ich jetzt den Vordergrund. Dabei halte ich mich allerdings nicht nach dem Foto, da ist ja der Vordergrund sehr dunkel und eintönig, sondern bei mir wird er eher heller werden und nach unten hin auslaufen. Dazu nehme ich meinen Struppi, das ist ein kleiner, 1,5 Zoll großer Borstenpinsel, eigentlich ein ganz kleiner Anstreicherpinsel. Die Farben sind immer unterschiedlich, es ist kein kräftiges Grün dabei. Ich werde den Vordergrund mit voller Absicht etwas bläulicher gestalten. Ich male hier einfach drauf los, lasse die Farben teilweise stark verlaufen, gebe auch wieder Wasser dazu. Wichtig ist nur, dass ich keine einheitliche, zugemalte, eintönige Fläche erhalte. Im Mittelgrund wieder eine Mischung aus Gelb und Blau, also Rheingelb und Ultramarin, aber heller und etwas abgestumpft. Den Weg lasse ich hell, grenze ihn nur nach oben hin etwas ab. Das Licht kommt ja von rechts. Also habe ich an der Wegkante ganz leichte, schwache Schatten. Und jetzt wird es so richtig schön dunkel und kräftig. Alles mit der Mischung aus diesen drei Farben. Wichtig dabei ist, dass ich schnell male, dass es nicht zwischenzeitig trocknet und dadurch die Farben noch mehr verstärkt, also vielleicht sogar auch stumpfer werden. Es soll alles sehr locker und aquarellistisch wirken. Hier ist noch ein kleiner sonnendurchfluteter Strauch. Auch den lasse ich nach unten hin verlaufen. In der noch feuchten Farbe wirkt das jetzt recht gut und auch leuchtend. Auch diese Dunkelheiten bestehen aus Ultramarin und Siena gebrannt und verlaufen noch weich, weil ja der Untergrund noch feucht ist. Zwischendurch nehme ich mit einem kleinen, sauberen Flachpinsel den Verlauf oben beim Berg bei der Kante etwas weg. Er muss nicht ganz verschwinden, nur etwas abgeschwächt soll er werden. Funktioniert gut mit so einem kleinen Zauberpinsel. Diese Bergkante verträgt noch ein wenig Dunkelheit. Das wird es natürlich nicht so bleiben, denn ich werde den Pinsel gut auswaschen und mit dem sauberen, fast trockenen Pinsel ziehe ich nun diese Dunkelheit etwas nach unten. So, das war's schon.
es wird Zeit, dass ich mich jetzt ein wenig mit dem Schuppen beschäftige. Das ist ja gar nicht so einfach, altes Holz zu malen. Oder wenn man es weiß, wie es geht, ist es einfach. Auch wieder nur, unabhängig davon, dass ich ja dieses Bild nur mit 3 Farben male, brauche ich für altes Holz tatsächlich nur Siena gebrannt und Ultramarin. Zwischendurch erhalten die Büsche und Bäume im Hintergrund noch etwas mehr Farbe. Jetzt geht's mit dem Schuppen weiter. Zuerst erhält er einen Farbauftrag aus stark verdünntem Siena gebrannt. Das kann es ruhig ein wenig fleckig werden, ist nicht so genau. Diese erste Schicht lasse ich erst trocknen. In der Zwischenzeit beschäftige ich mich ein wenig mit dem Weg. Eine ganz schwache, helle, bläuliche Lasur hinten und vorne etwas mehr Siena gebrannt, aber auch nur ganz schwach lasierend, denn grundsätzlich soll der Weg hell bleiben. Der soll nicht dunkel werden. Den Hügel hinter dem Schuppen muss ich noch etwas verstärken. In die noch feuchte, bläuliche Farbe gebe ich etwas Siena gebrannt hinein und lasse es leicht verlaufen. Auf die inzwischen getrocknete Untermalung mit Siena gebrannt kommt jetzt eine ganz leichte, feuchte, flüssige Lasur von Ultramarinblau drauf. Wieder nur partiell, also nicht alles gleichmäßig zumalen. Und jetzt wird die Schattenseite des Schuppens gemalt. Ganz wichtig, das kann eine sehr kräftige dunkle Mischung sein. Das Dach ist dunkel und auch die Schattenseite des Holzschuppens ist fast schwarz. Also wieder eine Mischung Ultramarin und Siena gebrannt, wie immer. Einige kleine Details, nicht viel. Das sind so kleine Spielereien jetzt. Ich bemühe mich auf jeden Fall nicht zu genau und zu exakt zu werden. Und dann kommt die nächste Schicht drauf, aber zuerst wird das Ganze noch getrocknet. Die Fläche unter den Dachkanten befeuchte ich mit ganz klarem, sauberem Wasser und jetzt kommt auf diese befeuchtete Fläche eine wirklich kräftige Dunkelheit, die etwas blaustichig ist. Durch die Befeuchtung verrinnt das leicht nach unten und ich bekomme wieder einen schönen Verlauf. Da und dort noch ein paar Dunkelheiten. Das ist wichtig, dass sich diese Hütte mit dem Boden verbindet. Das sieht jetzt schon richtig kräftig aus, ziemlich schwarz aus, aber ich kenne mein Papier und ich weiß, dass es beim Trocknen aufhält. So ist es gut. Mit meinem kleinen Borstenpinsel kommt jetzt die Baumgruppe rechts dran. Zuerst male ich mit Siena gebrannt so einen kleinen Buchenstrauch, einen herbstlichen Buchenstrauch und jetzt kommen diese ganz dunkelgrünen, starken Nadelbäume, sind großteils Nadelbäume, die dort stehen.
Das ist wiederum die Mischung aus Rheingelb mit viel Ultramarinblau und Siena gebrannt dazu. Ich male das ganz locker, lasse einige Durchblicke, sodass man nicht alles zumalt, sondern ich brauche einige Durchblicke, um dann die Stämme und einige ganz wenige Äste einsetzen zu können. Und jetzt ziehe ich einige dunkle Stämme von unten nach oben. Die sind unterschiedlich dick, unterschiedlich stark und ich male jetzt nicht einen ganzen Strich durch, sondern setze teilweise aus, dort wo schon Nadelgrün, Tannengrün ist. Das macht einen wirklichen Spaß, weil man das sehr locker malen kann und auch locker malen soll. Hier setze ich noch einige kräftige Dunkelheiten und ziehe diese Dunkelheiten als Schatten auch über die Wiese und auch über den Weg. Nur Vorsicht, auf dem Gegenhang kann kein Schatten sein, der geht ja nach oben, also der verläuft leicht nach oben. Da muss man wirklich aufpassen, sonst wirkt das Ganze unnatürlich und künstlich. Ja, und hier passt natürlich jetzt noch ein Spaziergänger dazu. Der bekommt auch noch Gesellschaft. Und ich male diese beiden Figuren relativ dunkel, mehr oder weniger fast im Gegenlicht. Natürlich könnte man auch hier zum Beispiel jetzt eine andere Farbe, Rot beispielsweise, einsetzen. Das würde aber zu stark auffallen und eigentlich vom Hauptmotiv ablenken, weil man dann nur mehr auf dieses Rot, auf diese Person sehen wird. Also lasse ich sie dunkel, das reicht vollkommen aus.
ich setze noch einige Dunkelheiten in das Bild und auch hier diese Wiese bekommt noch einen Hauch von Gelb und ich sehe gerade, dass es neben den Personen nach unten hin ausblüht. Könnte ich jetzt wegmachen, aber okay, das ist ein Aquarell, das darf schon so sein. An manchen Stellen etwas Gelb dazu, sodass es etwas sonniger leuchtend wirkt. Aber ich male nicht alles zu. Es gibt einige weiße Stellen, die auch weiß bleiben sollen. Und jetzt ist die Zeit für den Fächerpinsel gekommen. Das ist ein ganz preiswerter Fächerpinsel, kostet 1,50 Euro, ist aus Borste und ist für meine Zwecke wesentlich besser geeignet als wie die teuren, ganz feinen Fächerpinsel aus Haar. Nachdem ich heute ein raues Papier verwende, ein raues Aquarellpapier von Arsch, reicht es aus, wenn ich mit dem Pinsel das Papier teilweise nur berühre oder den Pinsel ganz leicht in kurzen Schüben nach oben schiebe. Ja, ich möchte auch hier wieder sehr locker bleiben und keine einzelnen Gräser malen. Ich möchte der Wiese nur etwas Struktur geben. Ich weiß schon, es sieht leichter aus, als es tatsächlich ist, weil man versucht ist, noch mehr zu geben, noch mehr zu malen. Auch hier verwasche ich etwas, und zwar gleich mit dem Borstenpinsel und etwas Orangeton gemischt aus Rheingelb und Siena gebrannt. Die Baumgruppe erhält noch einige hängende Äste und Zweige, aber auch hier gilt wieder, weniger ist mehr, also nicht zu viel. Genau über diesen Fleck werden noch einige Äste und Zweige gezogen. Und dann ist der rechte Bereich im Großen und Ganzen fertig. An einigen Stellen setze ich mit meinem struppigen Borstenpinsel noch ein paar Strukturen. Auch hier am Weg. Aber auch in der Wiese noch ein paar Strukturen, die ich zum Teil dann wieder verwasche. Bei den Büschen im linken Bereich möchte ich noch einige helle Stämme oder Äste herauskratzen. Es ist das aber schon durchgetrocknet, es geht aber trotzdem noch. Und zwar, ich befeuchte mit einem feinen Zerstäuber die betreffende Stelle, lasse es etwa 5 Sekunden einwirken und nehme dann mit einem weichen, nicht fasernden Tuch die Feuchtigkeit wieder weg. Das heißt, ich tupfe ganz leicht drauf. Und jetzt kann ich mit einer Ölspachtel oder mit einem stumpfen Messer, einer Kreditkarte oder auch mit dem Fingernagel einige helle Stellen herausschieben. Auch hier sollte man nicht übertreiben, da macht man sehr oft schnell zu viel. Passiert mir auch hin und wieder. Kleine Korrektur bei dem Bergrücken.
Auch hier wird die Kante noch etwas verstärkt, aber im Wesentlichen bin ich jetzt ja schon fertig. Ein paar Spritzer im rechten Baumbereich lockern das Bild noch etwas auf, aber dabei muss man darauf achten, dass man nicht zu viel in den Himmel hineinspritzt. Mit meinem Fächerpinsel und einer stark verdünnten Lasur von Siena gebrannt, lasiere ich den linken Bereich noch partiell. Also ich male nicht alles zu, sondern nur über einige wenige Stellen. Ja, das war es dann. Zum Schluss noch die Bitte, abonnieren Sie doch bitte meinen Kanal. Dann werden Sie immer automatisch informiert, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und jetzt sage ich noch viel Spaß beim Malen. Danke fürs Zuschauen und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss.